Ja, Leute, guck mal, wo ich bin. Ich habe natürlich in den Hintergrund investiert und wir machen hier heute richtig geiles Sandwich. Aber das wird eine Neuheit. Das erste und originale Lünder Grillfackel-Sandwich mit Gurkengrillisch. Käsesoße haben wir auch selber gemacht, gibt es ja in einem Short. Und wir panieren gleich ein bisschen Toastbrot, frittieren das, bekommen das in so Taschen rein. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, ne, dann müsst ihr einfach mal dranbleiben. So nämlich. T-Shirts sind unterwegs. Bierchen. So, was wir brauchen. Kannst du nicht glauben, ey. So, was wir brauchen, erstmal hier Toastbrot. Zwei Toastbrote. Die wälzen wir hier schön in Ei. Ne, panieren die schön. So, ein bisschen abtropfen lassen. Und dann kommen die in Panko-Mehl. So. Zack. Richtig schön paniert. Ist gar nicht so eine Sauerei wie mit Schnitzeln. So. Ach nee, ja. Leute, pass auf, hier. Öl ist heiß. Wir probieren das jetzt mal aus. Das erste Exemplar fließt jetzt einfach mal rein hier. Oh, hervorragend. Öl muss ungefähr so 170 bis 180 Grad haben. Nicht heißer, sonst verbrennt euch das Toastbrot. Das klappt ganz gut. Das nächste kann ich noch ein bisschen weitermachen. Und in der Zeit legen wir hier einfach schon mal die Grillfackeln drauf. Die kommen ja dann in das Sandwich rein. Aber das zeige ich euch gleich nochmal. So, Freunde, die kleinen gehackten Grillfackeln, die kommen jetzt in dieses selbstgemachte Sandwich rein. Oh, zieht euch das mal rein, die sind so schon richtig lecker. Und dann kommt jetzt das Gurkengrillisch drauf. Ihr müsst das auch gar nicht ganz voll machen. Da müsst ihr mal gucken, wie viel da so reinpasst. Jetzt kommt das Gurkengrillisch drauf. Da habe ich euch ja schon mal gezeigt, wie man es macht. Genau. Oh, das zerläuft dann richtig schön innen drin rein. Genau, so. Und jetzt zu guter Letzt die selbstgemachte Käsesoße. Und ja, je nachdem, wie viel Käse ihr wollt, Käse geht immer. Oh, genau. So, und jetzt probieren wir für euch. Ah, ihr habt gesehen, Freunde. Grillfackeln drin, die sind richtig geil. Toastbrot frittiert, Käse rein, Gurkengrillisch rein. Super geil. Und jetzt probieren wir das Ganze mal. Das müsst ihr nachmachen. Und das gibt's auf dem Lunser. Oh. Ist das geil? Also mir fehlen die Worte. Also das ist schon richtig geil. Ja. Ich komm rum. Boah, Leute. Also, das ist das originale Lünder Grillfackel-Sandwich. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie das schmeckt, macht das nach oder kommt zum Lunser. Und jetzt heißt es doch wie immer, abschalten. Ne? Tschüsschen. Also, ich mache noch ein paar für die Jungs hier. Ne? Also.